Tanzen die Aktienmärkte angesichts des Krieges in Israel auf einem Pulverfass? Die meisten sagen nein, das ist ein Krieg, der irgendwie dann so eingegrenzt wird wie Russland, Ukraine. Das interessiert die Aktienmärkte ja eigentlich überhaupt nicht mehr so richtig. Ich meine, das ist ein Pulverfass, denn wir haben hier einen entscheidenden Unterschied. Anders als Ukraine, Russland gibt es hier massive Interessen, ist die Lage im Nahen Osten viel komplexer, gibt es Israel, das um seine Existenz kämpft und diese Existenz mit allen Mitteln bis hin zum Einsatz der Atombombe verteidigen wird. Man hat zwar nie zugegeben offiziell, dass man die Atombombe hat, aber es ist bekannt, dass man sie hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, viele, viele arabische oder eben islamische Nationen haben hier massive Interessen. Da gibt es diese Solidarität zu den Palästinensern, da gibt es oben im Libanon dann die Einflussnahme des Iran über die Hisbollah und andere radikal-islamische Organisationen. Und auf der anderen Seite haben wir die Schutzmacht Israels, nämlich die USA, die ein Prinzip haben, Israel wird verteidigt, komme, was da wolle. Und anders als eben beim Russland-Ukraine-Krieg ist dadurch das Eskalationspotenzial viel größer, zumal die Dinge derzeit, so wie die Lage sich jetzt darstellt, sowieso praktisch eskaliert. Denn man kann es vielleicht so sagen, Israel macht Gaza platt, das muss man so sagen. Es werden jetzt die nördlichen Teile des Gazas systematisch bombardiert, damit dann Bodentruppen offenkundig reingehen. Man hat zentrale Ministerien, Logistik der Hamas bereits zerstört und das Ganze läuft auf eine extreme Eskalation hinaus. Das wiederum wird die Hamas dann zum Anlass nehmen, noch extremer zu agieren und vor allem zu versuchen, andere in diesen Konflikt noch mit reinzuziehen. Und ich darf eins vielleicht mal an dieser Stelle sagen, ich war einige Jahre, bevor ich hier mit der Finanzmarktwelt an den Start ging, mit Kollegen, und war ich im Westjordanland, wo wir mit einem israelischen Fahrzeug reingefahren sind und den Bau der Mauer dokumentiert haben. Diese Mauer, die teilweise ja die Palästinensergebiete abriegelt, heißt aber, es sind ganze Städte ja praktisch komplett eingemauert, wenn man so will. Da gibt es einen Checkpoint, da sind meistens dann junge russischstämmige jüdische Grenzposten, die haben uns gefragt, was wollt ihr denn da? Und haben gesagt, ja, wir wollen halt mal gucken. Und haben gesagt, okay, rein, ihr seid zwar ein bisschen wahnsinnig, aber macht das auch. Israelische Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, seid ihr wahnsinnig? Wir waren natürlich ein bisschen wahnsinnig, aber mein Begleiter, dieser Fotograf, war kriegserfahren in gewisser Weise und extrem cool. Es war mit Sicherheit die spannendste, wenn auch teilweise gefährlichste Zeit meines Lebens. Wir hatten ein, zwei Situationen, die wirklich sehr brenzlig waren, und dann hat dieser Fotograf so cool reagiert, dass diese Situation dann irgendwie zu bewältigen war. Aber das nur am Rande. Dadurch habe ich auf jeden Fall einen Eindruck gewonnen, wie die Lage vor Ort ist, wie der Hass auch letztendlich unauslöschbar ist. Und jetzt ist das wie ein Endkampf. Und das bestätigt hier Benjamin Netanyahu, der Präsident Israels, der gesagt hat, we are going to change the Middle East. Wir werden den Mittleren Osten verändern, eine völlig andere Struktur dort versuchen aufzubauen. Das heißt, nichts anderes ist als letztendlich eine Eskalation des Krieges. Man kann es nicht anders sagen. Und diese Eskalation wird eine Gegeneskalation dann nach sich ziehen. Hier wurde übrigens, wie Berichte jetzt kommen, Netanyahu von Ägypten gewarnt, vom Geheimdienstminister, und der hat sich da gewundert, nämlich der Geheimdienstminister hat gesagt, da kommt was Großes, passt auf, und Netanyahu hat irgendwie überhaupt nicht reagiert. Er hat sich darüber gewundert, dass Netanyahu sich da nicht so wirklich dafür interessiert hat, wahrscheinlich einfach zu abgelenkt durch diese ganze Justizreform, die die komplette Aufmerksamkeit der israelischen Öffentlichkeit ja auf sich gezogen hat. Und hier jetzt auch Berichte über Gespräche Netanyahu mit Biden, der gesagt hat, also wir haben gar keine andere Möglichkeit, als da reinzugehen, also gemeint nach Gaza reinzugehen. Und das heißt letztendlich Häuserkampf, das heißt Eskalation. Ich habe einen signifikanten Anstieg der Attacken auf Gaza befohlen. Und wie gesagt, das ist unglaublich, was da jetzt an Bombardements derzeit passiert. Und vor allem, das kommt noch dazu, man hat ja nicht nur, lässt man keine Nahrung mehr rein, das ist ja ein abgeriegeltes Gebiet, das darf man ja nicht vergessen. Die Elektrizität wurde ausgestellt, kein Wasser mehr, kein Treibstoff mehr.
Das ist ein Extremszenario, eine extreme Eskalation, die man gar nicht überbetonen kann. Es ist ein Drama, was da passiert. Viele Unschuldige werden dadurch sterben, so wie viele unschuldige Israelis gestorben sind. Es ist eine absolute Katastrophe, die die Märkte so ein bisschen, naja, ignorieren, weil sie sagen, ah, guckst du, naja, Russland, Israel, Russland, Ukraine haben wir doch gesehen, das war doch überhaupt kein Problem. Aber es geht hier um mehr, es hat viel weitere Kreise. Aus meiner Sicht, viele sagen, ja, ist doch immer so, bricht irgendwie was aus, dann wird das ganz entspannt und vielleicht haben die recht. Ich kann ja auch wie die anderen nicht in die Glaskugel schauen. Aus meiner Sicht, aus meiner Logik heraus, aus der Entwicklung, wie ich sie einschätzen kann, denke ich, ist das nicht der Fall. Wir werden erst in Zukunft wissen, wer recht hat. Und dementsprechend hat jede Ansicht natürlich eine legitime Basis, aber aus meiner Sicht ist es so, dass die Amerikaner praktisch in diesen Krieg reingezogen werden, direkt oder indirekt. Wir sehen ja schon, dass das größte Kriegsschiff mit einigen Begleitschiffen ja jetzt Richtung Gaza unterwegs ist und hier eben dann auch diese Auffassung, die sich wahrscheinlich bei den Demokraten durchsetzen wird. Es geht hier nicht nur um Israel, es ist ein Angriff letztendlich auf die gesamte demokratische Welt und dazu eben die Frage, inwieweit ist der Iran direkt beteiligt, dass das ohne den Iran nicht möglich gewesen wäre, und ich erzähle Ihnen das, weil das auch für die Märkte alles relevant ist. Ist scheinbar ziemlich klar. Und so fordern dann eben solche Leute wie Lindsey Graham von den Republikanern, alter Trump-Spezi eben auch. Ja, also hier müssen wir uns involvieren. Die Stimmen dürften lauter werden, je stärker die Dinge eskalieren, dass die Amerikaner sich da in irgendeiner Form beteiligen. Und das große Thema ist auf der einen Seite Hezbollah im Norden und der Iran. Der Iran hat jetzt gesagt, okay, wir werden, wenn wir angegriffen werden, Missiles schicken von Libanon, Jemen und dem Iran. Das zeigt ja, welchen Einfluss eben der Iran in diesen verschiedenen Ländern wie Jemen, Libanon, Syrien und so weiter inzwischen hat. Das heißt, da ist eine ganze Gemengelage, eine extrem komplexe Gemengelage, in die viele Länder verwickelt sind. Und jetzt hat Israel auch reagiert und hat im Süden Libanons Angriffe geflogen. Das ist eine weitere Eskalation des Konfliktes, denn die Hezbollah wird darauf reagieren, auch wenn man erstmal versprochen hat dem libanesischen Premierminister, dass man, oder der hat gesagt, wir müssen unbedingt eine Konfrontation an der Grenze mit Israel vermeiden. Das genau wollen die Palästinenser, respektive die radikalen Vertreter der Palästinenser, die ja ganz klar die Herrscher in Gaza sind. Eben genau nicht. Die wollen, dass Hezbollah an ihrer Seite kommt. Man würde dann mit ihnen gemeinsam diesen Krieg führen. Das alles sei vorab mal erzählt, weil es das große geopolitische Thema ist. Wie gesagt, es geht um die Frage, wird sich dieser Konflikt ausweiten oder ist das wie so oft? Meistens war es ja so, wenn ein Krieg sich andeutet, dann fallen die Märkte, wenn der Krieg dann kommt, steigen die Märkte. Aber der Nahe Osten ist etwas anderes, ist ein Pulverfass. Es sind Dinge da, die so unauslöschlich sind wie der Hass, wie die Ansprüche, die eben hier gestellt werden, die religiös begründet sind. Das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Dimension, eine andere Tiefe, wenn man so will. Und das mit jahrhundertelanger, jahrtausendelanger Geschichte. Aber zurück zu den Märkten. Hier mal ein Kommentar auf Finanzmarktwelt. Am Freitag mussten die Amis steigen, weil sie immer steigen vor einem Feiertag. Okay, wir hatten ja die Arbeitsmarktdaten, die deutlich besser waren als erwartet. Heute wieder alles hochgekauft, weil bei jedem Kriegsbeginn auf die Kauftaste gedrückt wird, um zu zeigen, dass man sich von einem Krieg nicht einschüchtern lässt. Okay, wir sehen hier bisher nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir waren schon deutlicher im Minus. Wir sehen aber, dass der VIX relativ deutlich angesprungen ist. Der war schon deutlich höher heute. Aber immer noch deutlich im Plus, also es gibt Absicherungsbedürfnis, was hier erkennbar wird, und vor allem ist erkennbar auch, dass es vor allem defensive Werte sind, Energie und Pharma, die stark sind, und Risk-On-Sektoren wie Consumer Discretionary, also so Sachen, die man nicht fürs tägliche Leben braucht. Hier sehen wir zum Beispiel eine Tesa ist deutlicher im Minus, nachdem die Absatzzahlen in China sehr schwach waren. Amazon wird eh schon länger verprügelt, nie wieder ist im Minus, also diesmal, heute ist es nicht Tech, was hier führt, sondern ganz klar natürlich Energie ist im Plus mit dem Anstieg des Ölpreises. Und was den Märkten so ein bisschen geholfen hat heute auch, waren Aussagen von Logan, Dallas Fed-Chefin, die eigentlich ziemlich hawkisch ist. Also
eigentlich eher auf der Seite der Zinsfalken ist, die gesagt hat, naja, wenn jetzt die Renditen hoch bleiben, steigen und so weiter, dann nehmt ihr uns Arbeit ab, dann müssten wir die Zinsen nicht mehr anheben. Das hat die Märkte ein Stück weit gefreut oder die Aktienmärkte ein Stück weit gefreut und die Renditen nach unten gebracht. War das wegen den Aussagen von Logan, dass wir etwa die 10-jährige 10 Basispunkte tiefer sehen, also 0,1% unter die Marke von 4,7%. Jetzt muss man natürlich wissen, heute in den USA Feiertag, Aktienmärkte geöffnet, dünnes Volumen, Anleihemärkte komplett geschlossen. Was wir hier sehen, sind lediglich die Futures. Aber immerhin, man reagiert. Oder ist das sozusagen schon die Flucht in die vermeintliche Sicherheit von Staatsanleihen, die wir hier sehen? Diese Frage werden wir wahrscheinlich morgen erst ein bisschen klarer beantworten können. Jedenfalls ist es normalerweise so, dass die Rendite, also das, was praktisch abwirft, eine solche Anleihe, der 10-jährigen Anleihe über die Fed Fund Rate steigt, also über den Zinssatz der Fed, und der ist ja über 5,25%. Das würde also bedeuten, bevor beides fallen kann, dass es noch weiter nach oben geht, im Mindesten mit der Rendite. Wir werden sehen, wie das Ganze passiert. Jedenfalls sehen wir, auch wenn heute das Bild ein bisschen anders ist, dass nur 33% der Aktien im S&P 500 den Index outperformen, so wenig wie seit 2010 nicht mehr. Die Magnificent Seven sind es, die für 90% der Gewinne zuständig sind. Jetzt sagt Lance Roberts aber, naja gut, miserabler Breadth, also miserable Marktbreite, aber oft passiert das in der Nähe von Böden. Auch das ist ja nicht auszuschließen, gar keine Frage. Wir werden sehen, wer hier Recht behält. Aber dieser Chart, meine Damen und Herren, ist der S&P 500. Und so furchtbar bullisch ist der aus meiner Sicht nicht mehr, nachdem im Grunde seit dem Oktobertief dieser Aufwärtstrend ganz eindeutig gebrochen ist. Selbst wenn wir jetzt diesen Widerstand überwinden, den wir am Freitag gesehen haben, dann müssten wir nochmal in Richtung Aufwärtstrendlinie und dann auch drüber. Das wird nicht einfach. Ich kann es nicht ausschließen. Niemand kann es ausschließen. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100, wie er sich präsentiert, diese Bodenbildung da unten. Das muss halten. Das ist sozusagen die Basis, auf der die Bullen argumentieren können, wenn das durchgeht, weil die geopolitischen Ereignisse sich weiter radikalisieren, aus dem Ruder laufen, dann wird es schwierig. Schwierig auch das Verhältnis natürlich zwischen USA und China. Jetzt gibt es wohl, wollen die Amerikaner, bevor es zu diesem Treffen kommt zwischen Xi und Biden, nochmal ein paar Limits für Chips hier auferlegen. Also das ist eine Geschichte, die uns dann auch noch beschäftigen wird und uns beschäftigt, dass nicht nur der Ölpreis hier ansteigt, sondern auch der europäische Gaspreis heute zweistellig im Plus ist in Prozenten. 11-12% geht es dann nach oben. Das hat verschiedene Gründe. Israelische Gasfelder werden jetzt geschlossen aus Sicherheitsgründen. Da gab es ein Leck in einer Pipeline im Norden Europas. Gaspreis in Europa folgt der Ölpreis, natürlich auch beeinflusst durch den Krieg in Israel. Das bereitet der EZB wahrscheinlich Kopfschmerzen. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. BlackRock sieht eine neue Welt von hohen Zinsen. Also nichts bald wieder runter mit den Zinsen, sondern higher for longer, so zumindest sieht es BlackRock. Erste Empfehlung, dann die Aussagen von Madame Logan, einer der vorzeigenswerten Damen innerhalb der Fed. Fed muss Zinsen nicht anheben, wenn Renditen hoch bleiben. Warum, wieso, weshalb? Das ist eine interessante Begründung. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, Öl beeinflusst durch Hamas Angriff auf Israel. Was sagen die Experten, wenn der Iran in den Fokus gerät? Was wird dann passieren? Also drei Empfehlungen. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.